Die Wohnungsgenossenschaft Coswig, kurz WGC, ist das Wohnungsunternehmen, welches seit der Wende die meisten neuen Wohnungen in der großen Kreisstadt gebaut hat. Im Coswiger Stadtteil Spitzgrund auf der Kiefernstraße errichtet die WGC nunmehr seit dem Frühsommer 2022 weitere Mehrfamilienhäuser, die sich in ihrer Baumasse an den umgebenden Doppelhäusern orientieren. Also wir haben uns hier auf der Kiefernstraße zum Bauen entschieden, weil das eine sehr ruhige Wohnlage ist. Das ist ein bestehendes Wohngebiet mit einer großen Fläche, die noch unbebaut war, die der Genossenschaft schon immer gehörte. Dieses Wohngebiet hat natürlich noch eine Attraktion. Es ist sehr öffentlich erschlossen. Man ist schnell auf der Autobahn, man ist schnell mit dem Bus unterwegs. Man hat hier im Nahkauf Möglichkeiten zum Einkaufen, Bäcker, Fleischer. Der Norma ist hier, zum Kaufland ist es nicht weit. Bushaltestellen, Kindergärten, Schule, alles nicht weit weg. Und selbst im Spitzgrund, so für die ruhigen Abende, vielleicht mit dem Hund oder mit der Frau schön zum Spazieren gehen. Für die Kinder ist da immer was dabei, Spitzgrundteich. Also es ist einfach ein wunderschönes Wohnen, ein ruhiges Wohnen und trotzdem ist es sehr, sehr gut erschlossen. Auf gut 4000 Quadratmetern hatte die WGC auf eigenem Grund und Boden bereits im Juni 2020 dieses Bauvorhaben bei der Stadtverwaltung beantragt. Nach einer Sonderstadtratssitzung im Januar 2022 standen die Zeichen für das WGC-Bauprojekt klar auf grün. Doch dann kam überraschend erst einmal alles anders als gedacht. Ja, mit der Baugenehmigung, wie es immer so ist, es gibt immer Befürworter und es gibt Gegner. Wir hatten es hier nicht leicht, wir mussten hier zweimal antreten. Uns hat das Ganze über ein Jahr Bauverzug gekostet. Das hat uns natürlich auch über ein Jahr Mieteinnahmen gekostet, die wir natürlich nicht erzielen konnten. Es gab hier wilde Diskussionen, die sich dann letztendlich im Wohlgefallen aufgelöst haben. Wir haben von Anfang an sehr sinnig und behutsam sind wir hier umgegangen mit den Traufhöhen, mit der Dichte der Bebauung, mit der Begrünung, die wir vorhaben. Wir haben das ganze Blech versucht, in Tiefgaragen zu kriegen. Und dennoch gab es immer wieder Leute, die uns da einen Stein in den Weg gelegt haben, die uns dann kamen, Traufhöhe 40 cm runter, Stellplätze macht man doch nicht so viel, vielleicht doch ein bisschen mehr Grün, den Spielplatz größer, gut, zwei Autos können wir doch noch weglassen. Es sind dann immer Diskussionen gewesen, man wollte dies, man wollte das und letztendlich kam es zu einem guten Schluss. Wir durften bauen, wir haben die Genehmigung bekommen, aber wie gesagt, wir haben ein Jahr verloren. Trotz des verlorenen Jahres kann sich der Baufortschritt an der Kiefernstraße sehen lassen. Wer hier regelmäßig entlang spaziert, konnte förmlich miterleben, wie die Häuser gewachsen sind. Bebaut wird das ganze Areal mit 4 Sechsfamilienhäusern. Wir haben im Erdgeschoss und im ersten OG jeweils 2 Vierraumwohnungen. Die sind barrierefrei. Alle 4-Raumwohnungen haben eine bodengleiche Dusche, haben eine Wanne und haben zusätzlich noch ein Gäste-WC. Im zweiten OG, aufgrund des Staffelgeschosses, aufgrund der Abstandsflächen, haben wir uns für ein Staffelgeschoss entschieden. Dort hat es 2 3-Raumwohnungen. Eine Wohnung ist 67 Quadratmeter, die zweite ist 77 Quadratmeter. Die 3-Raumwohnungen haben auch wieder eine bodengleiche Dusche. Die haben eine Wanne, jedoch kein Gäste-WC. Alle Wohnungen sind mit Balkon versehen. Wir befinden uns nach einem Jahr Bauzeit so ziemlich in der Endphase mit den ersten 3 Häusern, mit dem Haus 1, 2 und 3. Das Haus 4 braucht noch ein paar Tage länger, aufgrund dessen, dass wir gesagt haben, diese Fläche, wo das Haus 4 steht, nutzen wir als Zwischenlager für diese ganze Verfüllung, die wir für das Haus 1 bis 3 benötigen, um nicht zusätzliche Kosten zu produzieren, um im Prinzip das Wohngebiet nicht zusätzlich durch Lkw-Transporte zu belasten. Bis auf einen kurzen Stillstand im Winter, der entstandene Baurückstand wurde mittlerweile wieder aufgeholt, verlief der Hochbau sehr reibungslos. Mittlerweile läuft der Innenausbau mit all seinen notwendigen Gewerken. Im Innenausbau sind wir so weit, im Hintergrund sehen Sie das Haus 3. Das Haus 3 ist das, was am weitesten ist. Dort sind wir im Innenausbau jetzt so weit, dass die Malerarbeiten, Fliesenlegerarbeiten durch sind, dass der Elektriker schon die Feinmontagen gemacht hat. Jetzt im Moment fließen wir gerade die Treppenhäuser, deswegen muss dort einfach jetzt mal Ruhe sein. Dort kann man ja hoch und runter steigen. Wenn die Treppenhäuser fertig gefliest sind, kommt dann noch der Fußbodenbelag rein, sehr hochwertiger. Planken haben wir da ausgesucht, das ist ein sehr hochwertiger Belag und dann kommen die Türen rein. Und dann ist das Haus fertig. Ein Balkon ist bekanntlich eine Plattform an einem Gebäude, die über dem Geländeniveau liegt und aus dem Baukörper hinausragt. Dafür gibt es verschiedene gestalterische Möglichkeiten, wie bei der Verkleidung oder der Überdachung.
Ja, die Balkone erhalten einen schön aufgestellten Belag aus 3 cm starken Feinsteinzeugplatten im Format 600 x 600. Wir haben uns für eine Füllung aus Tresbar entschieden. Parallel dazu kommt auch noch zum Auflockern ein satiniertes Glas als Gestaltungsmerkmal, so wie wir das an vielen Balkons schon gemacht haben. Das ist ein sehr hochwertiger Balkon, sehr ordentlich gebaut. Alle Balkone haben ein Dach, wie sich das gehört. Und ich denke mal, für schöne Sommerabende ist das immer wieder gemütlich, wenn man da draußen sitzen kann und hier die Ruhe genießen kann. Auch wenn heute nach fest vorgegebenen Standards und Normen gebaut werden muss, hat doch jedes Bauvorhaben einige Besonderheiten aufzuweisen. Also wir bauen ja natürlich nach modernstem Standard, wir bauen nach den gültigen Normen und wir setzen ja immer noch einen drauf. Zu dem einen drauf setzen, dazu komme ich gleich. Standard, wir haben hier im Prinzip ein Kalksandstein-Mauerwerk, wir haben 200 mm Dämmung, wir haben im Prinzip Wärmeschutz vom Feinsten, wir haben eine Fußbodenheizung installiert in allen Räumen. Zusätzlich haben die Bäder noch einen Handtuchheizkörper, eine sogenannte Sprossenwand, um die Handtücher auch überzeigen, dass die schön trocknen. Wir haben hier einen Fernwärmeanschluss von den technischen Werken, also wir fahren alles über Fernwärme. Und jetzt kommt die Besonderheit, wir haben auf den Dächern für jede Wohnung ein sogenanntes Balkonkraftwerk bestehend aus 2 Platten installiert. Also effektiver kann das nie arbeiten. Den ganzen Tag haben sie Sonne, keine Verschattung, gar nichts, keine Bäume davor. Den ganzen Tag pure Sonne, wenn sie scheint wie heute. Für einen Bauherren ist es von absoluter Bedeutung, sich die richtigen Baufirmen auszusuchen. Aber auch die unberechenbaren Kostensteigerungen müssen sehr genau im Auge behalten werden. Mit den Baupreisen, auch die sind nicht an uns vorbeigegangen. Es war natürlich, wenn man aus heutiger Sicht die Sache betrachtet, haben wir die Kostenberechnung vor über 2,5 Jahren gemacht. Wir haben natürlich durch die Entwicklung und dieses zweimalige Auslegen und zweimalige in den Stadtrat gehen und immer wieder Änderungen fortführen und so weiter und so fort, haben wir über ein Jahr verloren, über ein Jahr Bauzeit. Also eigentlich hätten können die Mieter schon fast ein Jahr hier drin wohnen. Die Preisexplosion haben wir natürlich auch erstmal in Kauf nehmen müssen, aber die sind dennoch an uns vorbeigegangen, weil wir so lange die Sache bewertet und ins Auge gezogen haben, dass wir immer wieder nachverhandelt haben, dass wir Alternativen gesucht haben, dass wir uns auch auf die Firmen stützen könnten, mit denen wir schon viele Jahre zusammenbauen. Und letztendlich sind wir der Baupreis und die Kostenberechnung von über 2,5 Jahren ist fast pari pari. Und darauf können wir als Genossenschaft sehr, sehr stolz sein. Nach der Landesbauordnung sind Vermieter von Wohn- und Geschäftshäusern grundsätzlich verpflichtet, ihren Mietern Stellplätze zur Verfügung zu stellen. Es gibt jedoch keine Vorschrift, wie viele Stellplätze der Vermieter zur Verfügung stellen muss. Wir haben ja, wie gesagt, 4 Häuser. Die Gesamtsumme sind 16 Vierraumwohnung und 8 Dreiraumwohnung. Jede Wohnung hat einen Tiefgaragenstellplatz und einen Außenstellplatz. Der Tiefgaragenstellplatz ist in erster Linie für die netten Damen, die hier einziehen, gedacht, damit die früh nicht kratzen müssen. Und die Herren, man möge es mir verzeihen, die müssen einfach 5 Minuten eher aufstehen, ihrer Frau den Kaffee kochen und dann noch schnell die Scheibe kratzen im Winter. Betrachtet man die aktuelle Baustelle einmal aus der Vogelperspektive, stellt sich noch die Frage, wie gestaltet sich letztlich noch der Außenbereich der 4 Mehrfamilienhäuser an der Kiefernstraße? Die Außenanlage wird so gestaltet werden, dass wir viel Grün hier hinbekommen, so wie wir das in der Baugenehmigung auch dargestellt haben. Es wird Außenstellplätze geben, gepflastert, so dass wir im Prinzip auch Ökopflaster verwenden, das es für sigrophäischen Boden hat. Es gibt eine Hauptzufahrtsstraße zu den 2 Tiefgaragen. Es gibt einen Müllplatz, es gibt einen großen Spielplatz und zwischen den Häusern wird auch noch viel Grün entstehen. Die WGC wird, wie auch schon bei vorhergehenden komplexen Bauprojekten, termingerecht im kommenden Jahr neue und moderne Wohnungen an ihre zukünftigen Mieter übergeben. Dann werden sich hier an der Kiefernstraße 80 bis 90 Neubürger inklusive Kindern ansiedeln. Für den Coswiger Stadtteil Spitzgrund, der an Überalterung leidet, ist das geradezu wohltuend, ebenso wie für Handel, Gewerbe und Dienstleistungen, Kita und Schulen.